Ja, diskutieren, provozieren, das liegt ihm offenbar in den Genen. Sein Vater saß unter anderem wegen seiner Tiraden gegen vermeintlich unfähige Beamte sogar mal 400 Tage lang im Knast. Das hat mich geprägt, hat er mal gesagt. Der Spiegel schrieb neulich über ihn, es gibt keinen deutschen Politiker, der derart aufblüht, wenn er derart kritisiert wird. Seine eigene Parteichefin Simone Peter spricht von klassischem Palmer-Nonsens. Sein Parteikollege, Chef der Berlin der Grüne, nennt ihn einen narzisstisch gestörten Populisten. Was ist passiert? In einem Interview hat er gefordert, kriminelle Ausländer abzuschieben, bei Syrern notfalls auch nach Syrien, denn, und jetzt kommt der entscheidende Satz, auch dort gäbe es Gebiete, die nicht im Krieg sind. Skandal oder Mut zu unbequemen Wahrheiten, das wollen wir herausfinden. Herzlich willkommen, Boris Palmer. Ich freue mich sehr, dass Sie heute unser Gast sind. Tief ist. Sie kann nur alle ermuntern, weiterzumachen. Ja? Denn kein Mensch kann, außer ein Verrückter von der AfD, fordern, jetzt 1 Million oder 1,5 Millionen Menschen wieder rauszuschmeißen. Aber es ist, wie Sie sagen, ein seltsames Klima, das sich da aufgebaut hat in diesem Land. Und es ist Zeit, Bilanz zu ziehen nach einem Jahr. Herr Palmer saß auch vor etwa einem Jahr hier bei uns. Und Sie waren damals einer der Ersten, und da waren wir erstaunt, aus dem Munde eines grünen Spitzenpolitikers den Satz zu hören, wir schaffen das nicht. Und Ihre Begründung war, es hat uns ja noch nicht mal einer erklärt, was wir eigentlich schaffen sollen. Wie fällt denn Ihre Bilanz heute aus? Heute schaffen wir es. Das hat aber einen ganz einfachen Grund. Zurzeit kommen etwa 16.000 Flüchtlinge pro Monat nach Deutschland, die dann in den Kommunen aufgenommen werden müssen. Das ist problemlos möglich. Das war aber, als wir letztes Jahr zusammen saßen, fast täglich, Spitzenwert 13.000 bis 15.000, täglich diese Zahl. Und das ist der Unterschied, auf den ich einfach hinweisen wollte. Täglich 10.000 konnte Deutschland nur über einen kurzen Zeitraum schaffen. Das war meine Aussage. Wir schaffen das nicht auf Dauer. Jetzt ist die Situation so, dass wir uns darum kümmern können, Wohnungen zu bauen, nach Arbeit zu suchen, Kindertagesstätten zu bauen, Erzieherinnen auszubilden, die Sprachkurse zu machen. Mit 1 Million Menschen, die da sind, werden wir das hinbekommen, ganz sicher. Das heißt, Sie sind zufrieden mit der aktuellen Flüchtlingspolitik? Weil jetzt kommt ja der Koalitionspartner von Angela Merkel, Sigmar Gabriel, oder Thomas Oppermann, den ich gestern Abend bei den Kollegen im Heute-Journal gehört habe, der sehr laut und deutlich erklärte, was alles so katastrophal läuft. Nein, ich bin nicht zufrieden. Ich bin eher verärgert darüber, wie das abläuft. Als es tatsächlich für uns in den Kommunen ein Problem war und wir gar nicht mehr wussten, wie wir das schaffen sollen, hat man uns allein gelassen, war nicht mal in der Lage, das zuständige Bundesamt mit Personal auszustatten. Flüchtlinge wurden nicht registriert, man wusste gar nicht, wo sie sind, es gab kein Geld. Niemand hat uns gesagt, wie es weitergeht. Mhm. Und jetzt, wo die Sache allmählich funktioniert, fängt man dann in der großen Politik an, merkwürdige Debatten zu inszenieren, bei denen mein Gefühl ist, jetzt geht es wieder darum, Wahlen zu beeinflussen, zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern zu verhindern, dass die AfD stärkste Partei wird. Nach meiner Meinung führt es zum Gegenteil. Ja. Jeder merkt, dass es nur Populismus ist. Sie reden jetzt von der Burka-Debatte, von der Burkini-Debatte, davon von der Kopftuch-Debatte. Auch Gabriel, wenn er jetzt die Obergrenze fordert, dann denke ich an die Wahl in Mecklenburg-Vorpommern. Vor 9 Monaten hätte er mich damit beeindruckt. Da hat er sich nicht getraut. Diese Art von Politik, die macht, wenn man es täglich unten an der Basis dann lösen soll, die Probleme einfach keinen Spaß. Wir schaffen das und dann lasst mal die Kommunen schaffen, so geht's halt. Ist das der Grund, warum die Menschen, oder anders gefragt, was sagen Ihnen denn Ihre Leute? Sie sind ja täglich auf den Straßen, auch in Tübingen unterwegs. Was sagen Ihnen denn die Leute? Ich meine, eigentlich ist das Problem deutlich kleiner, als es jemals war. Und die Verunsicherung hat deutlich zugenommen. Das passt ja überhaupt nicht zusammen. Ja, so eine Art Scheinriese, wie aus der Literatur. Ja. In der Tat, es ist so. Letztes Jahr im Herbst habe ich eine gespaltene Reaktion festgestellt auf der Straße. Das eine war großes Unverständnis, gerade auch von Leuten, die immer schon grün gewählt haben. Warum sagen sie das? Und auf der anderen Seite viele Leute, die ich eher den Kleinverdienern oder den Arbeitslosen, den Hartz-IV-Empfängern zuordnen würde, die gesagt haben, sie unterstützen das, weil sie sich Sorgen machen. Und die Trennlinie war nach meiner Auffassung eher der soziale Status. Wer nichts zu verlieren hatte durch Flüchtlingszuwanderung, der hat es großherzig, und ich will das gar nicht kleinreden, es ist toll, das zu machen, großherzig unterstützt. Und die, die gemerkt haben, wenn da jetzt jeden Tag 10.000 kommen, da geht es um meinen Arbeitsplatz, die Arbeitsbedingungen. Bezahlbare Wohnungen. Wie komme ich noch an eine Wohnung? Ja. Seit Jahren kriege ich keine Sozialwohnung. Was passiert jetzt da? Die haben sich sehr kritisch und skeptisch geäußert. Und ich finde, Politik hat die Aufgabe, das zusammenzubringen. Und die deutsche Politik hat im letzten Jahr eher dazu geführt, dass das ganz massiv zu einer Spaltung geworden ist, die auch in den AfD-Wahlergebnissen
zum Vorschein tritt. Ich bedauere das sehr, also bin ich gar nicht zufrieden mit der Entwicklung. Jochen Busse, wenn wir sprechen über... Die Leute ja ohnehin, ein Großteil der Wähler der AfD sind ja Protestwähler, die einfach gegen alle, die da oben protestieren wollen. Und Protestwähler lassen sich mit solchen Parolen schon gar nicht für die etablierten Wähler einfangen. Ja? Sondern die wollen ihren Protest zum Ausdruck bringen. Die wollen ja auch gar nicht, dass die AfD mitregiert oder dass die AfD ihre Forderungen in die Praxis umsetzt. Hauptsache, sie haben zu Protokoll gegeben, wir sind dagegen. Das ist das Ziel, wenn jemand AfD will. So, und jetzt ist die große Frage, kann man das einfach so sozusagen abtun oder muss man das, Herr Palmer, ernst nehmen? Was ist der Grund, warum Sie da genau in dem Punkt aus Sicht Ihrer Partei immer wieder verhaltensauffällig werden? Sie haben ja auch schon mal, gesprochen von... Wollen Sie mich jetzt therapieren? Ja, gerne. Sie haben ja auch schon mal von Professoren gesprochen, die Angst um ihre blonden Töchter zum Beispiel haben. Ja. Was reitet Sie, einen solchen Satz zu sagen? Also was diese Situation angeht, der Professor hat so zu mir gesagt. Das Einzige, was ich nicht getan habe, war die Schere in der Aussage, das darf man in der Öffentlichkeit nicht sagen, zu benutzen. Und machen wir es an dem Beispiel fest. Ich glaube, dass wir der AfD das Feld überlassen haben. Weil es so war, dass man monatelang über dieses Thema, ist heute anders, aber monatelang über dieses Thema gar nicht reden konnte, ohne dass man in eine Schublade gesteckt wurde. Entweder wurde gerufen, naiver Gutmensch oder im schlimmeren Fall Volksverräter, oder man wurde umgekehrt dann als geh doch zur AfD oder Rassist abqualifiziert. Und dazwischen war wenig möglich. Und hätten wir von Anfang an diese Debatte nicht nur von der euphorischen Seite geführt, da bin ich mit Ihnen einig, sondern gleich am Anfang gesagt, Mensch, 10.000 Leute am Tag, wir wissen gar nicht, wo wir die unterbringen, das kann nur ein Problem sein, das geht nicht gut, wenn man 1.000 Schwaben in die Turnhalle steckt und 3 Wochen zuwartet, fangen die an, sich zu schlagen. Das hat mit der Herkunft nichts zu tun. Das machen Bayern wahrscheinlich machen auch Bayern und Norddeutsche auch, ja, ne? Nur um das nochmal der Vollständigkeit halber dazu zu sagen. Ja. Aber das ist ja nicht nur, ne? Eine Riesenherausforderung. Hätte man von Anfang an dann einen sachlicheren Ton gewählt und nicht jeden, der Sorgen und Ängste und Bedenken hat. Übrigens, das ist nicht so, dass es alles unberechtigt ist. Ich habe real jetzt die Konkurrenz um Wohnraum in meiner Stadt. Die war vorher schon da. Das ist jetzt noch schärfer. Das zu benennen und zum zu Beispiel, sagen... Können Sie das mal konkretisieren? Ja? Weil wir wirklich jetzt einmal konkret werden wollen. Das ist nämlich auch mein Gefühl immer, ich weigere mich zur Kenntnis zu nehmen, dass all die, die da plötzlich diesen rechten Parteien hinterherlaufen, dass das alles Nazis oder Rechtsradikale oder was auch immer sein sollen. Ich weigere mich, das zu glauben. Und das ist auch nicht so, sondern das sind doch Menschen, die ganz offenbar ein ungutes Gefühl haben, die reale Sorgen haben. Wie äußert sich das ganz konkret bei Ihnen in der Stadt? Wenn wir über Wohnraum zum Beispiel sprechen. Also über Wohnraum ist es einfach zu sagen, wir haben zwar die letzten Jahre viel investiert in Wohnraum, aber wir haben 500 Leute auf der Kartei, die drauf warten und keine Wohnung kriegen. Und die sehen jetzt, nebenan wird im neuesten Standard ein Haus hochgezogen, da ziehen die Flüchtlinge ein. Im Zweifelsfall ist es so, das Sozialwohnungsgebäude ist seit 50 Jahren da, ist das Altgebäude. Ich bin nicht berechtigt, in das Altwohngebäude die Flüchtlinge einzuquartieren, sondern ich muss die Flüchtlinge in das neue Wohngebäude direkt neben angebaut setzen, weil ich sonst keine Fördermittel vom Land bekomme. Was glauben Sie, was die Menschen daneben an darüber denken? Mit welchen Problemen und Sorgen die zu mir kommen? Und alles, was ich sage, ist, darüber möchte ich sprechen können, ohne dass man mir zuruft, geht euch zur AfD. Und hätten wir das von Anfang an sachlich gemacht, die Probleme benannt, auch diese realen Sorgen ernst genommen, dann wäre die AfD heute nicht so stark, wie die ist. Weil die Leute haben das Gefühl, ich darf es nicht aussprechen, man darf es nicht sagen. Und die einzigen, die man da sozusagen noch dann unterstützen kann, sind die von der AfD. Die zeigen den anderen schon mehr. Ist es ja nicht, dass wir unzufrieden sind. Das hätte man vermeiden können, dann wäre die AfD heute nicht so stark. Jochen Busse, das glaube ich nicht. Erst der Sprengung, dann Jochen Busse, ja? Also diesen Mechanismus sehe ich nicht so. Ja? Diese Flüchtlingskrise war ja nur gewissermaßen ein Katalysator für Leute, die seit Jahren oder Jahrzehnten nicht zur Wahl gegangen sind, die ohnehin schon immer mit allem nicht einverstanden waren, war ein Katalysator, die gewissermaßen ans Licht zu holen, ja? Oder an die Wahlurnen zu holen. Das wäre auch gekommen, wenn die Flüchtlingsproblematik besser erklärt worden wäre oder besser diskutiert worden wäre. Es ist ja so, sie gewinnen ja den Wettlauf mit der AfD nicht. Wenn sie heute die eine Angst abbauen, ja, mit guten Argumenten, ziehen die nächste Angst hoch. Ja? Es gibt ja genug Ängste. Es gibt also die Angst vor Ausländern, vor Muslimen, vor Fremden, vor Terroristen, vor TTIP, vor Gott weiß was. Also eine solche Partei ist jederzeit in der Lage, wenn sie die eine Angst als ordentlicher Politiker gewissermaßen in der Diskussion und durch Taten abgearbeitet haben, sofort die nächste Angst aus dem Hut zu ziehen und daraus ihr Süppchen zu kochen. Das stimmt alles, trotzdem Einspruch, euer Ehren. Das Erste, Sie haben es wahrscheinlich nicht erlebt, Ihnen wurde nicht jeden Tag geraten, geh durch zur AfD, nur weil du ein Problem benennst.
Und die Leute merken das auf der Straße, dass nicht mehr offen kommuniziert wird. Das schafft ein Klima, wo man heimlich in der Wahlakademie einfach sagt, denen zeige ich es jetzt mal. Da bin ich absolut. Was müsste man denn machen? Ich habe es versucht zu beschreiben, die Probleme real zu benennen, auch die Grenzen der Belastbarkeit einzugestehen. Zum Beispiel auch das Thema Hilfsbereitschaft, dem Wortlaut nach zu interpretieren. Hilfsbereitschaft ist eine Bereitschaft, kein Hilfszwang. Und sie kann unterschiedlich ausgeprägt sein. Und jemanden, der weniger hilfsbereit ist, sollte man das erst mal zugestehen und ihn deswegen nicht moralisch verdammen. Der Spitzenkandidat der SPD hat auf jener Wahlveranstaltung in Baden-Württemberg, Sie haben das Beispiel genannt, gesagt, anständige Menschen wählen keine Faschisten. Am Ende hat er weniger Prozentpunkte als die AfD. Es nützt doch nichts, die Leute zu beschimpfen, ihnen zu sagen, ihr seid unanständig. Das kann doch nichts bringen. Wählen Sie wirklich eine Partei, die Ihnen sagt, was Sie da denken, ist unanständig. Man muss mit den Leuten in Dialog gehen und sie wirklich ernst nehmen, nicht nur behaupten, dass sie das tun. Faschisten ist ja auch eine unzutreffende Bezeichnung. Ja, das wird der Sache nicht gerecht, das Wort Faschisten. Ich hoffe, ich habe es richtig zitiert, aber der Punkt war, dass er gesagt hat, wer die wählt, ist, sind unanständige Leute. Und nachher waren es mehr als bei seiner eigenen Partei. Das kann nicht funktionieren. Also so eine moralische Empörung, die dann immer kommt, das hilft den Leuten nicht weiter, sondern führt eher dazu, dass man sie immer weiter in die Ecke drückt. Aber nochmal ganz, ganz konkret gefragt, was sagen Sie den Leuten, wenn dann zum Beispiel Fälle von Kinderehen, über die plötzlich in Deutschland diskutiert wird, wenn die legalisiert werden, wenn man sagt, das ist in Ordnung, das erkennen wir sozusagen nachträglich an, juristisch, gerichtlich, wie auch immer. Was sagen Ihnen die Leute dazu? Was denken die darüber? Das Thema ist zu mir noch nicht gekommen. Das halte ich auch für einen Spezialfall, der eher am Rand ist. Mhm. Was die Leute mehr beschäftigt, sind Alltagsfragen. Also, wie kann man mit denen umgehen? Mhm. Lernen die Deutsch? Werden die tatsächlich mal Steuerzahler? Bleiben sie bei uns oder gehen sie wieder zurück? Was sagen Sie denn? Kann ich Ihnen alles nicht besonders gut beantworten. Ich kann nur einen Zwischenstand geben. Für uns in Tübingen ist die Situation so, dass wir anders als zum Beispiel Berlin jetzt die Notunterkünfte schließen konnten und alle in ordentliche Unterkünfte haben. Ist schon mal ein großer Fortschritt. Ich glaube, bis wir sie in Wohnungen haben, vergehen noch mal 2 Jahre. Immer unterstellt, dass jetzt nicht so viele wieder hinzukommen wie früher. Bis wir das im Bildungssystem verkraftet haben in der Stadt, schätze ich 3 bis 4 Jahre. Ausbau Kinderbetreuung, Schulen und so etc. Mhm. Und bis es im Arbeitsmarkt verkraftet ist, schätze ich 10 Jahre, weil die meisten sind im Moment auf dem Stand der Qualifikation von Langzeitarbeitslosen. Das heißt, für unseren Arbeitsmarkt eigentlich nicht vermittelbar. Fast alle sind auf diesem Stand. Also das würde ich den Leuten ehrlich sagen. Aber sagen Sie denen das so? Ja, natürlich, das sage ich denen so. Aber das heißt, wir haben uns da aus Ihrer Sicht des Pragmatikers jetzt einer Illusion hingegeben? Nein, das glaube ich gar nicht, weil das konnte man vor 9 Monaten alles auch schon lesen. Das war da auch bekannt, aber es wurde eben um die die Willkommenskultur aufrechtzuerhalten, anders argumentiert. Man hat zum Beispiel lange Zeit das Argument benutzt, da käme jetzt endlich die Verjüngung unserer Gesellschaft, die den deutschen Arbeitsmarkt umkrempelt. Das war von Anfang an erkennbar falsch. Es hat nur dazu gedient, die Stimmung aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, dass das auch die AfD stark macht, wenn man die Leute sieht und feststellt, es kann nicht sein, dass die morgen beim Daimler am Band die fehlenden Lehrlinge ersetzen, weil die können das noch gar nicht. Solche instrumentalisierten, wie ich finde, auch opportunistischen Argumente nicht zu benutzen und den Leuten reinen Wein einzuschenken, also schlicht die Fakten zu benennen, ist nach meiner Überzeugung nach wie vor die beste Strategie gegen jeden Rechtspopulismus. Wir reden ja, letzter Punkt, über den wir sprechen müssen, und der eigentlich der Grund auch für die Einladung war, Sie haben jetzt ein weiteres Mal provoziert mit der Feststellung, wir müssen uns sinngemäß von Menschen, die kriminell geworden sind, auffällig geworden sind, wir müssen dazu bereit sein, die auch abzuschieben. Und notfalls gilt das auch für Syrer, sprich, wir schicken die auch zurück nach Syrien. Nachfrage Syrien, wohin sollen die da gehen? Das lässt unser Asylgesetz oder Recht ja gar nicht zu, weil dort herrscht Krieg. Also da kann jemand dann zu Tode kommen, sagten Sie den Satz. Und das war der für so viel Aufregung gesorgt hat. Auch dort gibt es Gebiete, die nicht von Krieg betroffen sind. Wie soll das aussehen konkret? Erstmal ist die Frage, stimmt es, was ich gesagt habe? Muss man überprüfen. Ich glaube, dass man das... Wussten Sie es vorher nicht? Doch, aber ich meine, ich bin nicht dort gewesen. Ich lese ja auch nur Medien, habe Informationen aus zweiter Hand. Nach meiner Überzeugung kann man das überprüfen, dass nicht in ganz Syrien derzeit Krieg herrscht. Ist ja immer erst die Frage, ob das stimmt, was ich gesagt habe. Die zweite ist, wie ist die Rechtslage, darf man abschieben? Und da möchte ich mal darauf aufmerksam machen, dass aber Entschuldigung, muss da noch mal nachgehen. Ja. Also, sollte man nicht vorher klären, ob das stimmt, was man sagt? Doch, ich habe das geklärt, aber ich kann es nicht beweisen. Also Sie wussten es doch? Sicher, ich wusste das, aber ich würde Ihnen raten, es zu überprüfen. Aber wo würden Sie denn konkret die Leute hinschicken? In welchem Bereich von Syrien? Es ist letztlich vor allem der Herrschaftsbezirk von Assad, der derzeit nicht im Krieg ist. Das ist die Tatsache. Sie würden sie nach Damaskus schicken?
Ich würde jetzt ungern in dieser Sendung konkret Abschiebepläne entwickeln. Das macht ein Oberbürgermeister. Das ist nicht meine Aufgabe, würde ich es mit Herrn Busse. Sie haben das Thema aber angefangen. Finde ich auch. Sie haben das Thema angefangen. Und wenn Sie in diesen Bereich der Weltpolitik reingehen, dann müssen Sie sich die Frage auch gefallen lassen. Ich lasse mir die Frage gefallen, aber dann beantworte ich sie auch so, wie es mir richtig scheint. Ich habe darauf aufmerksam gemacht, dass die Genfer Flüchtlingskonvention, die Sie gerade falsch wiedergegeben haben, es ausdrücklich erlaubt, jeden, der zu einer Gefahr für die Sicherheit des Aufnahmelandes wird, zurückzuschicken, selbst wenn dort Krieg herrscht. Das steht explizit in Artikel 33 ist richtig, der Genfer Flüchtlingskonvention drin. Auf die habe ich mich bezogen. Und dann habe ich gesagt, so weit würde ich nicht gehen, in Kriegsgebiete nicht, obwohl das rechtlich zulässig ist. Sie haben gesagt, es sei unzulässig. Aber nach unserem Asylrecht ist das unzulässig. Nach unserem Abschieberecht ist das unzulässig. Nach unserem Abschieberecht ist das unzulässig. Gut, okay, wenn es so gemeint war, aber das internationale Recht erlaubt es. Mhm. Und wir können darüber hinausgehen mit dem Schutz. Ich würde bei einem Syrer, der hier jemand umgebracht hat, sehr wohl diesen Artikel 33 ziehen. Und wenn geprüft ist im Einzelfall, dass er nicht in ein Gebiet abgeschoben wird, in dem ihm der Tod droht, würde ich diese Einzelfallprüfung mir wünschen, dass dort auch eine Abschiebung dann gemacht wird, so wie sie in jedem anderen Fall auch. Ich meine, das ist aber, muss schon mal einhaken. Also. Ja, das ist etwas, das fordert ja so noch nicht mal die AfD. Frau Petri will die Menschen nur auf Inseln schicken. Sie wollen sie gleich nach Syrien schicken. Nein, da muss ich schon mal einhaken. Also Sie haben ja nicht von einem Mann gesprochen, der einen anderen umgebracht hat. Sie haben von gewaltbereiten Flüchtlingen gesprochen. Doch, der Kontext war konträgt in Mörder in Reutlingen. Gewaltbereit. Es ging um den Fall in Reutlingen. Es war ein Mord in Reutlingen, das war die Frage der Journalistin, auf den habe ich mich gesprochen. Diese Polin mit einer Machete auf offener Straße. Und das Problem ist doch in Syrien. Erstens ist es kaum möglich, dort sichere Gebiete zu definieren, außer, wie Sie sagten, im Herrschaftsbereich von Herrn Assad. Und die Sicherheit bei Herrn Assad wünsche ich niemand. Ja? Wenn Sie dort irgendeine Ecke finden, die möglicherweise sicher ist, ja, dann kommen Sie nur dahin, wenn Sie die Flüchtlinge mit dem Fallschirm abwerfen. Anders ist das gar nicht möglich. Ja? Also ich finde, wenn Sie so einen Vorschlag machen, finde ich, müssten Sie das auch zu Ende denken. Jetzt sage ich andersrum. Was macht denn Deutschland bereits? Bei mir geht es ja hier um die Frage dessen, was wir für richtig und falsch halten. Ich habe nicht einen operativen Plan entwickelt. Es ging um die Frage, was halten Sie für gerechtfertigt? Ich halte das für gerechtfertigt, Menschen, die eine Gefahr für Deutschland sind, die damit die Hilfe, die wir ihnen geben wollen, in einer Weise missachten, dass sie keinen Hilfsanspruch mehr haben, zu überprüfen, ob man sie dann in ihr Herkunftsland zurückschicken kann. Wir gehen sehr viel weiter, und das wird gar nicht beachtet im Fall von Afghanistan. Dort schicken wir unbescholtene Bürger nach Afghanistan zurück. Und das Land ist teilweise auch im Krieg. Mhm. Und sagen, da gibt es Gebiete, die sind sicher, da schicken wir sie zurück. Was ist der einzige Unterschied? Die Kooperationsbereitschaft von Afghanistan, die Menschen zurückzunehmen. Gut, da kann man drüber reden. Es scheidet in der Praxis, es geht nicht. Aber es wurde ja auf der moralischen Ebene diskutiert. Ist es moralisch zulässig, einen Mörder in sein Herkunftsland zurückzuüberstellen? Und da sage ich, ja, das muss man in jedem Einzelfall ernsthaft prüfen. Weil andernfalls für die Aufnahmegesellschaft die Bereitschaft, die Hilfe weiter zu leisten, verständlicherweise sinkt. Und ja, der wandert ja erstmal in Deutschland ein paar Jahre ins Gefängnis. Im Fall des Mörders ja. Ist so. Und dann wird üblicherweise nach der Hälfte der Strafe geprüft, ob man abschieben kann oder nicht. Und das halte ich für richtig. Ja, das finde ich auch richtig. Ja. Die Frage ist, wohin? Es kann wohl nur das Herkunftsland sein. Ist es nach Ihrer Meinung ein Fehler gewesen, zu sagen, wir sind ein Land, wir sind ein Europa, das eigentlich seine Außengrenzen, damit seine Souveränität aufgibt und sagt, wir können das gar nicht, wir können diese riesigen Außengrenzen gar nicht sichern? Tatsache ist ja, wir können es weitgehend. Es ist so, dass über die Balkanroute kaum noch Menschen zu uns kommen. Und fast alle, die letztes Jahr gekommen sind, haben diesen Weg gewählt. 1 Million Menschen hat diesen Weg gewählt. Und dass damals gesagt wurde, Europa sei gar nicht in der Lage, seine Grenzen zu sichern, oder das würde nur gehen unter Verstoß gegen Flüchtlingskonvention, gegen Grundgesetz oder indem man mit Waffen auf diese Menschen schießt, das war ein Teil, der die AfD stark gemacht hat, weil das Hilflosigkeit in der Bevölkerung auslöst. Wir können das nicht steuern und die Politik sagt uns, dass das so bleibt. Und deswegen hätte man dieses Argument gar nicht benutzen können. Und auch nicht dürfen. Ich glaube, dass es sehr viel besser gewesen wäre, von Anfang an darauf zu setzen, dass wir diese Entwicklung steuern und kontrollieren müssen, dass wir viel großzügiger, ich verstehe bis heute nicht, warum das nicht passiert, wir haben gerade mal 800 Menschen aus der Türkei nach Deutschland übernommen, dass wir viel großzügiger auf direktem Weg helfen, Menschen zu uns holen und sie nicht auf die gefährliche Reise übers Meer schicken oder auf eigene Faust sich durchschlagen. Da liegt doch der Fehler in der Diskussion. Da sind wir uns an dem Punkt auch alle einig. Und auch da wäre die Frage, das wollen wir jetzt aber nicht im Einzelnen erörtern.